Wir stehen jetzt hier im Burgacker in der Cabane Carol. Die nehmen wir für Schmetterlinge im Bauch. Und hier hat der Hagel am ärgsten gewütet letzten Donnerstag. Also hier muss man leider von so einer Schale von 50% ausgehen. Man sieht hier eigentlich alle Triebspitze ab. Und meistens, wenn man Glück hat, hängt noch ein, zwei Trauben dran. Ne? Aber das ist schon wirklich relativ stark. Manchmal auch ganze Triebe komplett weg. Ja. Die müssen wohl anfälliger gewesen sein, die Grauburgunder nebendran, da ist vielleicht 30% weg. Aber die hier hat es richtig, richtig gebeutelt. Schade drum. Ja. So, leider ist kein einziges Stück verschont geblieben. Also wir haben überall ein bisschen Befall, aber nicht so gravierend wie hier. Ich hoffe, dass es bei den anderen sich im Herbst nicht arg bemerkbar macht. Ja. Also von der Menge her bei den wichtigen Rebsorten? Ja. Ist vielleicht 10-15% weniger, ja, wie es geben könnte. Ja. Hier sieht man, das macht auch dann Arbeit, weil hier kommen jetzt überall die Geiztriebe. Da hat man, dann muss man sehr viel tun und nächstes Jahr hat man auch Probleme, dass die Triebe einem nicht abbrechen, ne, wenn man so einen biegen will. Mhm. Da sieht man auch, das sind auch die Trauben sind hier weg. Ne. Ja. Also dann auch nicht nur für ein Jahr, sondern... Ja, aber nur hier. Bei den anderen wird es sich nicht so bemerkbar machen, aber hier schon. Ja. Gut.